Das ist wirklich paradox zu sagen, aber ich kann es nur so wiedergeben, wie ich es für mich aufgearbeitet habe. Für dich ist Gewalt dann eine Art von Zuneigung, weil du es so definierst. Es klingt wirklich kaputt und krank, aber es ist so. Und deswegen ist da auch, du kannst gar nicht das begreifen, dass es anders sein kann, dass es ungerecht ist, was der andere jetzt tut, weil du immer meinst, du machst selber alles falsch. Und hast es auch verdient, wie was dir passiert. Gretchens Gast. Vielen Dank fürs erneute Mitdabeisein bei Gretchens Gast. Heute habe ich mir eine Frau an die Seite geladen, mit der ich ein Thema beleuchten will, das sehr wichtig ist, sehr ernsthaft ist. Und die Frau bringt auch einen eigenen Erfahrungshintergrund mit dazu und zeigt euch, in welche Richtung es geht. Romy Stangl, komm bitte an meine Seite. Ich freue mich, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Hallo meine Liebe, schön, dass ich da sein darf. Ich habe es ja schon gesagt, unser Thema ist ein Thema, das sehr ernst ist, das sehr dringend ist. Wie würdest du noch sagen? Es hat viel Brisanz. Es ist essentiell, weil es mit dem Thema Menschlichkeit und auch menschlichen Werten zu tun hat, die einfach ein Stück weit verloren gehen heutzutage. Also ich darf kurz meine eigenen Erfahrungen einbringen. Ich habe Gewalt erlebt, seit ich Kind bin. Genau, also es geht uns heute, Romy, um Gewalt an Frauen. An Frauen. Ja. Ich habe es erfahren, seit ich Kind bin und habe viel verloren. Es hat sehr viel für mich mit Verlust zu tun, aber auch sehr viel mit Erwachen. Es hat mich zu dem geführt, dass ich erkannt habe, dass Menschen nicht so geboren werden, sondern jeder hat seine Geschichte, die ihm zum einen oder anderen führt, auf die eine oder andere Seite dieses Geschehens. Also ich benutze nicht so gern das Wort Opfer, aber der Betroffenen und des Ausführenden in dem Fall. Und es war für mich in den Momenten, wo die Gewalt passiert ist, ob sei es in meiner Kindheit oder auch in meiner Partnerschaft, in seelischer und körperlicher Natur, es ist eine Leere, die eintritt, es ist eine Hilflosigkeit, die eintritt und es ist eine Verwundung, die dich aus deinem Körper, kann man fast sagen, herausgehen lässt und du spürst dich selber nicht mehr Stück für Stück. Und deswegen nimmst du auch die Dinge an, die dir widerfahren. Das ist eine Spirale, die kein Ende findet, wenn man nicht selber aus dieser Spirale herausfindet oder von außen jemanden hat, der einem aus diesem herausholt, weil es sehr viel mit mentalen Abhängigkeiten zu tun hat, mit körperlichen Abhängigkeiten, mit ökonomischen Abhängigkeiten. Sprich, wir sind hier auch ganz stark immer noch im Ungleichgewicht zwischen Mann und Frau. Und es hat sehr viel mit Macht zu tun über Frauen. Also es ist sehr komplex, dieses Thema, ja. Und das heißt, dein Grundgefühl, Romy, in der Welt zu sein, war, ich erfahre Gewalt? Oder wie würdest du es beschreiben? Weil wann war die erste Erfahrung? Die war eigentlich schon bei mir, soweit mir das meine Mutter erzählt hat, bei meiner Geburt, also als ich noch im Bauch meiner Mutter war. Ja? Mein Vater hat meine Mutter geschlagen, als sie hochschwanger war, auf die schlimmste Art und Weise, die man sich vorstellen kann. Also sie war hochschwanger, er hat ihr an den Bauch getreten, hat sie an den Haaren gezogen. Also das, was mir meine Mutter erzählt hat und hat ihr auch immer den Vorwurf mitgegeben, dass sie ihn betrogen hat und ich ja ein Bastard bin und dass da ein Bastard in ihrem Bauch heranwächst und damit auch das Thema Liebe, sage ich mal, was ich mein Leben lang auf der Suche war nach dem, was ist Liebe für mich, weil ich es eigentlich schon in den wichtigsten Momenten, als ich im Bauch meiner Mutter herangewachsen bin, nicht erfahren habe, ja, sondern ganz im Gegenteil. Und als ich dann auf der Welt war, die Kindheit durchzogen war von einer Hassliebe zu meinem Vater mir gegenüber und auch umgekehrt. Ja, wir haben sehr, sehr schlimme Momente miteinander erlebt und meine Mutter war sehr unterdrückt auch von dieser Situation und von diesem Menschen. Und ich habe da auch miterlebt, als dass mein Vater meine Mutter geschlagen hat. Ich habe miterlebt, dass mein Vater mich geschlagen hat. Ich habe
miterlebt, dass meine Eltern sich haben scheiden lassen. Das war eine sehr, sehr schlimme Zeit. Wir haben unter einem Dach gelebt und meine Mutter hat diese Trennung nicht wirklich verbinden können und hat dann einen Schuldigen gesucht und das war in dem Fall dann ich. Mhm. Das war, was soll ich sagen, damals schon habe ich nicht mitbekommen, was heißt es, menschliche Werte zu leben, was heißt es, eine Konstante zu haben im Leben. Und Geborgenheit, einfach etwas, wo das klingt ja, als wärst du in dauernder Anspannung gewesen, dass wieder etwas passiert, was gegen dich geht, was dich essentiell bedrohen könnte. Also ging es dann auch schon mal um Tod oder Leben? Also wenn ich mir das jetzt anhöre, bei der Geburt hätte es ja auch für dich nochmal ganz anders ausgehen können. Das definitiv. Ja. Also jetzt mal abgesehen von den Gewaltattacken war es so, dass also bei mir schon oft es auf der Kippe stand, sein oder nicht sein und so auch beim meinem in diese Welt kommen. Ich bin verletzt worden bei der Geburt am Kopf, also ich trage mein Leben lang schon eine Narbe am Hinterkopf und meine Mutter hat mir erzählt, dass es, als ich auf die Welt kam und mein Kopf wirklich so ein großes Loch hatte und es um Sekunden, Minuten ginge, sein oder nicht sein, aber ich sollte hier bleiben, ich sollte hier sein und mein Leben wurde gerettet und ich war in dem Moment, glaube ich, wurde schon vorprogrammiert, weil ich glaube ganz fest, dass unsere Wege auch jeder einzelnen Frau, je nachdem jedes einzelnen Mannes, vorbestimmt sind und wir es früher oder später erkennen. Und all das, all diese Sachen, die mir passiert sind, die mit sehr, wie gesagt nochmal, mit viel Verlust zu tun hatten, haben mich zu dem geführt, dass ich heute das tue, was mich erfüllt. Es klingt manchmal etwas paradox, wenn ich das Leuten sage oder mit Leuten darüber spreche, aber genau diese Geschichte, die mir passiert ist, hat mich zu dem geführt, was ich tue und auch, hat mir auch die Kraft gegeben, all das umzuwandeln in Liebe und was zurückzugeben den Frauen, denen es widerfährt. Einfach sie auf einen Weg zu bringen, zu erkennen, sie sind nicht alleine. Sie können, oder dass sie es aussprechen, macht Mut, bringt Kraft. Es ist, sagt sich leicht, das so in die Welt zu bringen, aber ich erfahre es immer wieder, wenn ich darüber spreche, dass mir entgegenkommt, danke, dass du da so offen damit umgehst. Es öffnet sehr viel Gesellschaftliches, wo verborgen ist, gerade auch mit Menschen, mit denen ich zu tun habe, die dann sagen, ja, in meiner Familie gibt es das auch, bei mir ist das auch passiert. Es ist oftmals noch so, dass es dass die Augen zugemacht werden dem Thema gegenüber Gewalt. Und wie wir aber sehen, es heutzutage durch die Schnelllebigkeit, durch viele Dinge, die um uns herum passieren, Menschlichkeit und Miteinander eher auseinander als zusammengeht auf jeglicher Ebene. Jetzt hast du ja auch was erlebt, Rumi, was vielen Frauen so geht. Also es gibt ja so etwas, weiß nicht, wie du es nennen würdest, du wirst es mir gleich sagen, dass ich Gewalt auch als etwas erfahre, was ich eben kenne, was mir vertraut ist und dann in der Partnerschaft mir wieder passiert. Ja? Weil ich erlebt habe, Beziehung wird über Gewalt auch definiert und gelebt. Und vielen Frauen geschieht das leider, dass sie dann wieder in einer gewaltvollen Beziehung landen, wie sie einst mit den Eltern war. Und das war ja bei dir auch so. Ja, weil man, wie soll ich sagen, es ist, du empfindest, das ist wirklich paradox zu sagen, aber ich kann es nur so wiedergeben, wie ich es für mich aufgearbeitet habe. Für dich ist Gewalt dann eine Art von Zuneigung, weil du es so definierst. Es klingt wirklich kaputt und krank, aber es ist so. Mhm. Und deswegen ist da auch, du kannst gar nicht das begreifen, dass es anders sein kann, dass es ungerecht ist, was der andere jetzt tut, weil du immer meinst, du machst selber alles falsch und hast es auch verdient, wie was dir passiert. Ja. Ich glaube, das ist ein wichtiges Wort. Ne? Man denkt, man hat verdient, dass man schon wieder bestraft wird, geschlagen. Ja. Man sucht die Schuld auch immer bei sich. Ja. Das kennst du auch. Ja. Ja? Ja. Was habe ich schon wieder falsch gemacht? Und letztlich war es so, ich habe ja ein bisschen so in deiner Geschichte auch gelesen schon, dass ja erstmal sich nichts andeutete, dass es für dich so in dieser Beziehung so enden könnte. Also du hattest ja erstmal auch mit dem Mann eine gute Zeit. Ja. Das erleben ja auch viele Frauen, dass man... Plötzlich gibt es dann so einen Matrixwechsel und man landet in einer totalen Horrorgeschichte. Ja, oftmals sind es, wenn Kinder
in Beziehungen kommen. Also es ist oftmals ein Auslöser, dass, also ich kann es nur von meiner Beziehung so wiedergeben, dass dann eine Eifersucht geherrscht hat dem eigenen Kind gegenüber und deswegen die Gewalt sich mehr und mehr auch hochgeschaukelt hat, auch in seinem Elternhaus. Also ich habe miterlebt, wie er die Hand gegen seinen Vater erhoben hat und seine Mutter beschimpft hat und wirklich auch teilweise das Gefühl hatte, dass er eine Persönlichkeit hat, die heute so und morgen so ist. Also er war schwer zu greifen. Ja, er war auch von so viel Schmerz und Hass erfüllt, dass er das kanalisiert hat und also es eigentlich einen Spiegel gegeben hat. Er hat versucht, das zu spiegeln, ja, dass ich die Schuld oder dieses Gefühl, was er in sich trägt, er auf mich überträgt, dass ich letztendlich all das trage, was in seiner Seele an dunklen Sachen oder dunklen Momenten herrscht. Das ist ja dann die Projektion, ja. Jetzt gibt es ja diese zwei Sichten. Ich weiß nicht, hast du Alice Miller gelesen, die das ganz gut beschreibt in ihren Büchern? Alice Miller hat gesagt, das ist einerseits klar, wir finden alle Begründungen, warum deine Eltern so waren oder sind und warum dein früherer Mann so war. Aber letztlich geht es darum, dass das Kind ja diese Ohnmacht erlebt hat, diese Wut, diese Traurigkeit und jedes Recht dazu hat, das auch mal wirklich zu spüren und da auch seinen Groll zu erleben. Also nicht drüber zu gehen und zu sagen, ja, ja, ich verstehe jetzt alles und ich weiß, warum meine Eltern und mein Mann das machen, sondern sie findet es sehr heilsam, dass man als dieses Kind, was man früher war als Erwachsener, auch einen Zugang findet zu diesen tiefen Gefühlen, die auch ihre Berechtigung haben. Das ist, in meiner Therapie war das für mich ein ganz wichtiger Moment, als wir herausgefunden haben, also es gibt zum Beispiel, Berührungen im Gesicht sind für mich ganz, ganz schlimm, also mir darf fast niemand ins Gesicht fassen, außer mein jetziger Partner, meine Kinder. Und wir sind darauf gekommen, dass das eigentlich diese Geste ist, die eine Mutter ihrem Kind als Wärmendes mitgibt, also dieses Gesicht in die Hände zu nehmen. Und wir haben herausgefunden, dass die Person, die mir am meisten fehlt in meinem Leben, ist meine Mutter. Und es war für mich ein Moment, wo ich, da ich ja auch selber Mutter bin, ich auch über sie nachgedacht habe, warum sie so gehandelt hat, warum unsere Beziehung eigentlich nie eine wahre Beziehung war, wie man sich zwischen Mutter und Kind vorstellt. Und es hat mich sehr, sehr traurig gemacht, denn ich hätte mir oft einen Menschen gewünscht in meinem Leben, der mir sagt, ich bin stolz auf dich, dass du das geschafft hast, ich bin da für dich, ich nehme dich in den Arm, wenn es dir schlecht geht oder auch wenn es dir gut geht. Das ist einfach die Instanz der Mutter, die dich 9 Monate unterm Herzen trägt, die dir all das mitgibt, was du brauchst. Und es sind einfach Verwundungen, die meiner Meinung nach nie wieder heilen werden. Die sich auch durch mein Leben ziehen. Das ist sich in Unsicherheiten, dass man meint, man muss es jedem recht machen. Man gibt so viel von sich selbst, dass man sich oftmals selbst auch vergisst, weil man den Selbstwert ja nicht mitbekommen hat. Man sagt immer, gut, wenn man erwachsen wird, kommt der Geist dazu, ja. Aber die Wurzeln sind nun mal im Gefüge der Familie, dass man dort all das mitbekommt, was man braucht. Und darum versuche ich, gerade auch mit meiner Tochter, das ist auch unter anderem das, warum ich diese Arbeit tue, weil es auch um die Zukunft meiner Tochter geht und dass sie in einer Welt aufwächst, wo sie selbst sein kann, wo sie jeden Moment leben kann, wo sie spürt, dass Kommunikation auf einer Ebene stattfindet, die nichts mit ich bin mächtiger als du oder ich stehe über dir oder ich bin jemand, der dein Leben in die richtigen Bahnen lenkt. Sie soll sich selbst finden können und das ist etwas, was mir einfach gefehlt hat und ich bin dankbar, dass ich in meinem Leben dann auch Menschen getroffen habe, die mir den letzten Schliff, den ich von zu Hause nicht bekommen habe, mitgegeben habe. Es ist das Schöne am Leben, dass es im Fluss ist und Leute kommen und gehen und Leute
einfach im Herzen bleiben und dir, auch wenn es nicht diese Essenz hat, die Vater und Mutter haben, kann es gar nicht von der Tiefe her so viel geben, dass du wieder ans Leben glaubst. Und das ist das, was mich letztendlich auch dann zu dem Thema gebracht hat, meine Vergangenheit zu versuchen, im Frieden loszulassen, im Frieden damit zu sein und keine Emotionen der Wut und der Enttäuschung reinzugeben, weil das ist das, was ja das Thema Gewalt immer weiter nährt, ja? Ja, auch im Herzen. Genau, und auch der Akzeptanz. Also wie du vorhin sagtest, bestimmte Dinge werden bleiben. Und das formulieren zu können in dieser radikalen Akzeptanz und gleichzeitig aber nicht Opfer zu sein, ja? Also ich kann ja da zwei Haltungen einnehmen und da mich immer elend fühlen. Oder ich kann ganz klar sagen, ja, ich habe diese Vergangenheit, diese Wunden, diese Verletzungen, diese Narben, ob das jetzt am Kopf ist oder im Herzen, in der Seele, die gehören zu mir und so lebe ich weiter. Damit bin ich ausgestattet. Mhm. Ja? Weil ich denke, diese Zeit auch, sich als Opfer immer zu fühlen oder überhaupt, nicht nur in dieser Zeit, aber ich habe das Gefühl, es ist eine gute Zeit, jetzt mal rauszugehen und zu sagen, wir sprechen alles aus, was man ja auch beim MeToo jetzt macht. Ja. Aber das jetzt zu nutzen und zu sagen, wir sprechen es aus, aber klar, es ist traurig, es macht wütend, es gab viele Gefühle, aber ich bleibe nicht in der Opferrolle. Nee. Ja? Das ist ganz wichtig, weil man... gerade das spüre ich auch immer wieder, wenn man über dieses Thema spricht, was ja doch noch immer sehr mit Scham und wie du schon sagst, auch mit sehr viel Zurückhaltung betrachtet wird, dass es auch was Kraftvolles hat, wenn man Menschen mitteilt, dass man den Weg daraus gefunden hat und dass man erkannt hat, dass das nicht der Weg sein kann, auf der einen Seite die Gewalt und auf der anderen Seite in diese Opferrolle zu gehen und sich zurückzuziehen, sondern herauszugehen. Und hier ist auch ganz, ganz viel Arbeit auf beiden Seiten notwendig und das ist das, was mich auch antreibt. Es ist wichtig, auf Täterseite zu arbeiten, sprich, es wird noch viel, viel zu wenig getan, dass wirklich auch die Täter das Gefühl haben, dass sie was falsch gemacht haben. Es ist einfach das Rechtssystem, wenn ich jetzt mal ein bisschen ein Stück weit rausgehen darf aus Deutschland, ja, wenn man diese Fehlurteile in Barcelona, der letzte Prozess sieht, dass Männer eigentlich nur noch gepusht werden, zu sagen, ach, mir passiert ja sowieso nichts, es ist, Vergewaltigung ist, wird erst dann anerkannt, wenn die Frau sich auch wirklich gewehrt hat, zum Beispiel, ja. Es gibt vielen natürlich auch einen Freibrief, weil irgendwo, ich möchte nicht sagen, die Härte des Gesetzes fehlt, aber einfach auch das Befassen mit dem Täter, dass da vielmehr auch dem Täter vielleicht mal gezeigt wird, wie sich die andere Seite fühlt, was passiert in dem Moment. Das ist das auch, was mir ganz wichtig ist in meiner Arbeit, wenn ich Vorträge halte, die emotionale Komponente, nicht nur mit Zahlen und Fakten zu kommen, die sehr oft verwendet werden. Nein, die Leute müssen fühlen, was passiert. Genau, das setzt eine Empathie voraus, ja, die aber dann auch wiederum einigen Tätern fehlt. Und ich finde es wichtig, wie es ja auch das Gesetz macht, zwischen Tat und Mensch zu unterscheiden, weil tatsächlich hat jeder Mensch eine Geschichte und da kann man auch Empathie dafür aufbringen, aber die Tat geht jetzt mal, ja, einfach nicht. Ja, ja, definitiv. Bei allem Verständnis für alles und wie du richtig sagst, habe ich auch oft das Gefühl, das wird dann immer erklärt und Verständnis aufgebracht und so und dann bleibt die Person, die jetzt erstmal Opfer ist, auch irgendwie in der Diskussion hinten dran. Ja? Definitiv. Ja. Und das kann nicht der Weg sein. Mir fällt ein, auch immer wieder, oder es wird jetzt gerade auch sehr gepusht, auch hier gerade auf YouTube. Ich finde es auch interessant, das zu verfolgen. Ich kenne auch viele Frauen, die damit Erfahrung gemacht haben. Andererseits sagt mir ein guter Freund, der in diesem Bereich auch arbeitet als Therapeut, dass die Zahlen völlig überschätzt sind. Ich sage mal das Stichwort narzisstische Persönlichkeitsstörung, ja, die vielen Männern attestiert wird. Inzwischen aber fast schon jedem Mann, habe ich manchmal das Gefühl, ja, wenn ich so ins Gespräch komme. Klar, da wäre man ja auch wieder, das ist, wenn es wirklich diagnostiziert ist, einfach dann auch da. Ja. Und da gibt es ja keine Krankheitseinsicht. Da wirst du dem Tätern so und so sagen können, hab Empathie, verstehe. Die haben auch ihre Geschichte, aber die werden es nicht verstehen, was sie da gemacht haben. Es gibt kein Unrechtsbewusstsein. Ja? Also, dass man das auch akzeptieren muss, dass es so etwas gibt. Wie stehst du zu diesem, ja, es gibt Diagnosen,
muss man da auch einfach manche Täter so lassen, dass sie es halt einfach nicht einsehen. Kann man ja auch nicht anders. Also ich glaube, das hat ganz viel auch mit Verstehen auf beiden Seiten zu tun. Täter, das Schwarz- und Weiß-Betrachten in dem Bereich ist ganz, ganz fatal, ja, zu sagen so oder so, sondern zwischen die Zeilen zu schauen, weil, wie ich schon eingangs gesagt habe, es wird kein Mensch meiner Meinung nach böse geboren. Ja. Das sind Dinge, die ihn zu dem bringen, was er tut, auch auf Täterseite. Ja, es ist aber so, dass dieses, wie soll ich sagen, dieses Unrechtsbewusstsein, einfach die Schwelle dessen sehr gesunken ist, was dann letztendlich auch zu den Gewaltakten führt. Und psychologische Gutachten oftmals, muss ich leider sagen, auch Fehlgutachten sind, weil man gar nicht diese, wie du schon sagst, dieses differenzierte Betrachten oftmals nicht gelingt. Der Täter geht hin und unterhält sich mit einem Psychologen. Also ich habe mit noch keinem Psychologen darüber gesprochen, deswegen mutmaße ich jetzt auch ein Stück weit, aber auch aus Eigenerfahrung, was Psychologen anrichten können, aber nicht müssen. Das ist ein wichtiger Job. Aber es sollten die Richtigen machen. Das heißt, Traumatherapeuten sollten diese Arbeit mit Opfern und Tätern tun, weil es geht hier um tiefe Verwundungen beiderseits. Und ich glaube, dass die Psychologie schon einen wichtigen Anteil hat, dass Heilung kommt. Aber ich möchte jetzt mal einen Bogen schlagen, man schon eigentlich vorsorgen sollte in der Arbeit mit Kindern, dass solche Dinge gar nicht erst entstehen können, weil ich glaube, da ist es ganz wichtig, auch anzufangen zu arbeiten, mit Kindern zu arbeiten, dass... Also Eltern brauchen ja ein Bewusstsein einfach dafür, ja, was passiert, wenn ich das und das mit meinem Kind mache und auch schon vorher. Also ich bin ja dafür, das habe ich schon mal in einem anderen Video gesagt, dass man sich bitte überlegt, warum man Kinder möchte und nicht einfach, weil es dazugehört. Und ob es auch damit zu tun hat, dass man was kompensieren will, dann lädt man das ja seinem Kind auch auf. Also ich finde ja schon die Entscheidung, die man im besten Fall treffen kann, zumindest jetzt in unseren Kulturen oder in unserer Kultur, sollte schon vorher sein. Warum möchte ich jetzt ein Kind haben? Das ist ein Leben, das ich in diese Welt gebe. Ja. Das ist, ich weiß das noch, als ich meinen Sohn das erste Mal, also als ich aus dem Krankenhaus nach Hause kam, den Moment weiß ich noch wie heute, du hast eine Verantwortung für ein Leben. Das ist unglaublich, das hat mich damals auch überrannt. Ich habe auch gedacht, ich schaffe das nicht. Ich kann dem nicht gerecht werden. Das ist eine so große Aufgabe, die uns Menschen, die Eltern werden, da zuteil wird, die oftmals auch, ja, man kann es einfach sagen, unterschätzt wird. Ja, ich finde auch, ja. Ich habe ja als Pädagogin viel gearbeitet und habe mit über 1000 Kindern zu tun gehabt. Ja. Und ich hatte einige Kinder auf meinem Schoß sitzen, die abends nicht heim wollten, weil es da kein Ort ist für sie, an den sie gerne gehen. Ja. Ja. Und dann habe ich mir auch immer gedacht, also bitte macht es ganz bewusst. Und klar, es gibt schwierige Situationen, aber wenn man die Liebe im Herzen hat, dann kann man das auch in der Familie gut auffangen, im Gespräch sein mit den Kindern, ihnen auch immer wieder das Gefühl geben und tatsächlich tun, es wahrzunehmen. Aber dadurch musst du schon natürlich ganz kurz noch deine Bewusstseinsarbeit machen als Eltern. Natürlich. Weil sonst überträgst du es ja automatisch. Ja, dann weißt du gar nicht, dass es falsch ist. Ja, das ist ja so ähnlich wie bei dem Gewaltthema. Es muss ja nicht gleich immer dann so massiv sein, aber weil du es halt nur so kennst. Ich glaube auch, dass das, also ich bin da ganz bei dir, meine Liebe, ich glaube aber auch, dass das ganz viel mit Hinhören und Zuhören auch von den Kindern zu tun hat. Und das merke ich immer wieder, dass das heute in einer Zeit, wo alles schnell, 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 schnell und alles wird im Vorbeigehen gemacht, da spreche ich mit meinem Kind mal so im Vorbeigehen 5 Minuten, wie geht's dir, und dann war's das. Das ist oftmals auch was, wo sie sich dann, gerade auch das Teenageralter ist eine ganz, ganz schwere Zeit, sich dann auch in ihre Welt zurückziehen und dann immer mehr sich auch verschließen, weil wir uns eigentlich auch nicht mehr wirklich die Zeit nehmen, erstens mal auf die Augenhöhe des Kindes zu gehen und mit dem Kind zu sprechen. Ich lerne da auch ganz viel mit meiner Tochter jetzt, muss ich sagen, dass es
Wie alt sind deine Kinder, Roman? Mein Großer ist 17, der lebt aber nicht bei mir. Mhm. Und meine Kleine ist 11 und jetzt gerade mittendrin im interessanten Alter, sage ich mal, im Großwerden, dass der Körper sich entwickelt, dass die erste Gefühlswelt aufbricht, dass was für sie ganz schwierig ist. Ja, es gibt einen Menschen, den ich auch lieb habe, wenn ich jetzt einen Jungen kennenlerne, für den ich mehr empfinde. Ja, das geht bei ihr jetzt schon mit 11 los und das ist so dieses, dem Kind ein Stück weit die Freiheit zu geben, aber auch das zu sagen, ja, ich bin da, ich verstehe dich. Und nicht, ach, du bist Kind, ach, das ist doch nichts gegen uns, wir sind die großen Eltern. Und da entsteht Unzufriedenheit und da entsteht Gewalt. Da entsteht ein, ich fühle mich einfach zurückgesetzt, zurückgestoßen. Und es sind auch viele Gewaltakte, wie man sieht, die Grundlage haben, diese Amokläufe, die in Schulen passieren. Ja, das sind einfach, Kinder ist auch gerade in Amerika nachweislich diagnostiziert worden, dass es dieses Gefühl des Alleinseins ist und jeder Mensch von uns braucht Wärme und Geborgenheit, sonst geht es in die eine oder in die andere Richtung und das ist das, woran auch gearbeitet werden muss. Es gibt eigentlich nur eine Basis, wir müssen diese niederen Emotionen in unserer Gesellschaft, in unserem Miteinander einfach versuchen, durch Liebe und Miteinander zu ersetzen, dass wir einfach das Gefühl wieder haben, wir sind füreinander da, dafür, wo wir eigentlich auch hier sind, um Liebe zu geben und Liebe zu empfangen. Ja. Ja. Und es gleichzeitig aber nicht niederdrücken. Ja? Wenn ich einen Raum habe, ich meine, ich habe ja auch Schauspiel studiert und ich kann gut Gefühle auch zeigen und schreien und das wirklich auf der Bühne jetzt zelebrieren und merke aber auch, in der Wut ist eine Kraft, die hilft ja auch manchmal voranzugehen, auch in der Traurigkeit. Also, dass ich liebevoll sagen kann, alle Gefühle sind erlaubt, denn deswegen sind wir ja auch Menschen mit all unseren Gefühlen. Ja. Aber gleichzeitig die Liebe immer die letzte Antwort ist. So ist es. Weil ich sehe das genau wie du. Ich blicke ganz liebevoll auf den Menschen und egal, was wir alles sehen und jeder hört dann immer, also ich höre dann oft so Beispiele, ja, und was in unserer Geschichte ja auch passiert ist, Zweiter Weltkrieg und all diese Geschichten, ja, da kann man ja sehen, zu was der Mensch fähig ist und dennoch bleibe ich dabei, dass der Mensch gut ist, ja, in seinem Grundwesen und dass wir uns da wieder anbinden und besinnen können und es ist kein Widerspruch, dass ich dann auch mal wütend sein darf, wenn es halt gerade dran ist, ja, ohne dass ich jetzt jemand anders Schaden zufüge. Das ist auch das, was ich, ich habe letztens einen Film gesehen, wo ich auch, um mal in eine andere Richtung zu gehen, wo ich bis heute nicht verstehe, wo diese Gefahr des weiblichen Geschlechts für die Gesellschaft herkommt. Ja, interessant, da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht. Ja, das ist ja oftmals das, was zu diesem Machtspiel auch führt. Also das ist unglaublich, was da in den verschiedenen Kulturen auch passiert, aber auch aufbricht mittlerweile. Und das ist was es wirklich auch mal anzupacken gibt, sollte, Quatsch, dass man anpacken sollte, einfach auch dieses Gefüge zwischen Mann und Frau wieder auf eine Ebene zu bringen, dass es miteinander funktioniert. Ja, für mich ist es auch ganz schlimm, was auch in dem Gewaltkontext und Frauenunterdrückung, also ich möchte es nicht sagen, es ist Feminismus hat auch einen ganz schlechten Touch gekriegt. Feminismus ist etwas Großartiges, aber es wird halt oftmals zu, es gibt nur schwarz oder weiß, es werden nur Extreme gelebt und nichts dazwischen. Und das führt, glaube ich, auch zu den Spannungen zwischen dem weiblichen und männlichen Geschlecht. Wir sollten wieder erkennen, dass wir voneinander lernen können und jeder hat seine Vorteile und Nachteile, die man wunderbar verbinden kann. Ja? Männer sind strukturiert und logiker. Wir Frauen sind die emotionalen Wesen, wir sind die sozialen Wesen, die Familien zusammenhalten, die Kinder in diese Welt bringen. Und dieses das ist schlecht und das ist schlecht führt, glaube ich, auch zu Unverständnis auf beiden Seiten. Ja? Man hört jetzt die MeToo-Debatte, dass Männer jetzt Angst haben, Frauen einzustellen. Also es führt zu solchen Extremen. Ja. Und ich, genau, also ich denke, wenn wir da wieder die Herzen aufmachen und da sind, was wir beide, was uns beiden wichtig ist, die Liebe. Ja. Also Feminismus ist dann für mich nicht mehr tragbar, wenn es eben gegen Männer geht. Ja.
eine Ermächtigung, eine Stärkung der Frau, wunderbar. Mhm. Ja, aber ich kann nicht sagen, jetzt wir Frauen sind das bessere Geschlecht oder Männer sind es. Sowas gibt es für mich gar nicht. Nee. Also ich mag das so vergleichend gar nicht denken. Letztlich sehe ich uns als Menschheitsfamilie und wir alle sind Menschen. Und darin halte ich mich auf, in diesen Gedanken. Ja. Und klar gibt es Sachen, männlich, also was für mich ein Nachdenken auch immer wieder ist, ist Gewalt auch männlich, ja, diese Frage müssen wir uns ja stellen. Andererseits gibt es auch Gewalt von Frauen, die auf einer anderen Ebene stattfindet. Also ich kenne das schon bei Paaren, mhm, wie auch Frauen Männer drangsalieren und das dann mit bestimmten Bemerkungen und so weiter. Auch also es ist nicht so eindeutig, wie wir halt Welt oft gerne hätten. Ja, ja. Ich glaube jetzt auch die Zeit, Romy, wir müssen uns damit abfinden, dass Welt viel komplexer ist, ja, und dass wir uns auf diese Komplexität auch einlassen. Weil alle, die einfache Antworten wollen, es gibt Politiker, die einem einfache Antworten geben, aber denen will ich nicht zuhören. Wir müssen einfach jetzt mal sagen, es gibt keine einfachen Antworten und wir müssen uns auf Komplexität, ich wiederhole es nochmal, einlassen. Sonst kommen wir nicht weiter. Gerade auch, weil du es gerade ansprichst, ist ganz interessant, auch auf politischer Ebene, es wird da auch oft Schwarz-Weiß-Malerei betrieben und das Ganze auch als Eigennutz betrachtet und nicht als Hilfestellung für das, gerade im Thema Gewalt. Ja? Also, also ich möchte hier einfach nur so Beispiele nennen, diese Kampagne von Frau Giffey, da lache ich drüber. Entschuldigung, ist so, weil das für mich einfach nur im Wahlkampf damals passiert ist, dass sie gesagt hat, ja, wir machen jetzt was für Frauen und für Frauenhäuser, aber letztendlich... Kannst du es konkretisieren für die, die nicht wissen? Ja, also sie hat damals, gab es diesen, also letztes Jahr gab es diesen Bericht, den es jedes Jahr gibt, wie die Zahlen sind, Gewaltopfer, Todesfälle im Bereich häusliche Gewalt und... mit großen Augen wird dann vor der Presse gesagt, dass es 140 Todesfälle gab und dass es ja jede dritte Frau ist und man darüber bestürzt ist. Und ich finde, das ist ja nicht erst seit heute so. Ja, das gibt es schon seit Jahren, gibt es diese Zahlen und die sind nicht erst jetzt so prägnant. Und dann wird hingegangen, ja, wir machen jetzt so und so viele Millionen für Frauenhäuser locker und letztendlich ist es aber so, dass nur die Häuser geschaffen werden, aber das Personal, das besetzt werden muss, dafür sind dann auch wieder keine Gelder da. Also es wird oft Augenwischerei betrieben, klar. Wie bei den Kitas, ne? Ja, also es ist für mich einfach teilweise, regt es mich tierisch auf, was da passiert und politisch geäußert wird und sich auf die Fahnen geschrieben wird. Wir betrachten jetzt mal, ne, seit 40 Jahren gibt es die Institution Frauenhäuser. Vor 40 Jahren wurde das erste Frauenhaus aufgemacht. Hier in Deutschland. In Deutschland. Mhm. Und wir haben bis heute, ich möchte hier mal den Artikel 2 Grundgesetz zitiere ich da ganz gern. Ja, jeder hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Mhm. Wir haben in Deutschland noch keinen Rechtsanspruch, der Frauen und Kinder ermächtigt, eine Schutzeinrichtung aufzusuchen. Diese Grundlage ist einfach noch nicht da, weil es einfach... dieses finanzielle, dieses Hin- und Herspielen zwischen Kommune, Staat und so weiter, dieses Uneinigsein und dieses keine Linie finden wollen, einfach auch zu dieser Situation führt, wie sie ist. Ja, es gibt Rechtsanspruch auf Kindergarten, wo wir auch Lücken sehen. Ne? Nicht jede Frau kriegt einen Kindergarten oder Krippenplatz. Und wir haben einfach dieses politische Augenwischen, das ist was, was mich total aufregt heutzutage. Der wird, ach, wir machen jetzt und viel und was passiert letztendlich? Nichts. Ja, und beim Thema Gewalt gegen Frauen, dass man das verhindern will, da ist man sich ja dann einig. Ne? Ja. Da würde jetzt auch keiner sich hinstellen und sagen, ist mir egal als Politiker, wenn du ihn fragst. Aber er nutzt es dann für seine Zwecke oder es wird irgendwas Utopisches behauptet, was nie realisiert wird. Ja. Also was ist denn jetzt gerade aktuell? Also wie viele Frauenhäuser müssten denn jetzt noch gebaut werden, dass das wirklich so ein Angebot ist, dass jede Frau sich geschützt fühlt nach Artikel 2? Ha. Da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben. Also wir haben ja die Istanbul-Konvention, eine wunderbare Zusammenführung verschiedener Länder, die letztendlich beinhaltet, wie wir agieren in dem Bereich und dass es für Frauen eine Möglichkeit gibt zu agieren, zeigt auf, dass wir im Moment auf 10.000 Frauen kommt 1,5 Frauenhausplatz. Und man... Wie viel bräuchten es dann bei 10.000 Frauen? Wie viel sind? Jede vierte Frau ist von körperlicher Gewalt betroffen. Ja. Stimmt diese Zahl? Ja. Ja. In Deutschland, weltweit, ist es jede dritte Frau. Hm. Ja. Okay.
Sind wir denn ganz kurz, Romy, weil wir gerade drin sind? Die wollen wir uns nicht verlieren, aber es interessiert mich jetzt. Wie sind wir im weltweiten Vergleich mit Gewalt gegen Frauen? Hast du da was? Im oberen Drittel ist Deutschland. Also da ist noch sehr, sehr viel Arbeit. Im oberen Drittel? Ja, also europaweit gesehen. Weltweit möchte ich jetzt gar nicht philosophieren. Ich glaube, das da würde ich jetzt, also da habe ich nicht die Fakten. Okay. Also ich habe europaweit sind wir im oberen Drittel dabei mit der Zahl, die offiziell erfasst ist. Und wir können, wie soll ich sagen, es ist eine Institution, Frauenhäuser, dadurch, dass sie staatlich gefördert werden und das eigentlich, ich sage es jetzt mal so krass, wie es ist, kein gewinnbringendes Unterfangen ist, ein Frauenhaus, sondern einfach nur eine Hilfe geben, wo man investieren muss. Ja, oder soll. Es werden Frauenhäuser geschlossen, teilweise, weil sie die Quote nicht erfüllen, die kommen muss, um sie zu finanzieren. Also hier wird der Mensch auch mit Geld aufgewogen. Das haben wir in Krankenhäusern ja auch und überall leider. Unglaublich. Ja. Also wenn man die Zahl betrachtet, müsste ja viel, viel, also wir haben in Bayern, glaube ich, bayernweit, lass mich lügen, über 70 Frauenhäuser. Und die sind maßlos überlastet und allein in München ist es so, dass jede zweite Frau abgewiesen werden muss, weil kein Platz da ist. Die Polizei teilweise die Frauen in Bahnhofsmissionen bringt, muss man sich mal vorstellen, in dem, wie sich eine Frau fühlt, du musst in einem, und sie werden teilweise erneut nicht geschützt, ja. Ich habe letztens mit einem Polizisten auch gesprochen, der im Bereich Prävention und Opferschutz arbeitet, die werden teilweise bis nach Frankfurt vermittelt, weil es keine Plätze gibt. Das musst du dir mal vorstellen. Das bist du eh schon so entwurzelt und hilflos, ne? Dass da nicht wirklich jetzt viel mehr passiert. Das ist unglaublich. Es müsste auf jeden Fall viel mehr passieren. Können wir das auch weiterdenken zusammen? Du bist ja Visionärin und ich auch. Ich will nicht ablenken, dass die Politik Verantwortung übernehmen muss, auf gar keinen die Fall mit dem Aspekt. Genau, und darauf will ich jetzt hinaus, weil ich sehr viel auch nachdenke über, es gibt auch ein tolles Buch zu dem Thema Ende der Kleinfamilie. Da wird eine Vision auch entwickelt, dass wir raus müssen, weil diese Gewalt passiert ja in Kleinfamilien, in diesem Kosmos, wo gegen Kinder, gegen Frauen, auch gegen Männer durchaus, viel Gewalt passieren kann und keiner einen Einblick hat. Mhm. Ja? Und wenn ich jetzt diese Kleinfamilie auflöse, dieses Konstrukt, was ja in Ökodörfern zum Beispiel gemacht wird, also das sind für mich einfach so Perspektiven für die Zukunft, weil wenn ich es weiter aufmache, viel mehr reinlasse, dann müssen nicht ausschließlich Frauenhäuser das auch lösen, sondern die Gemeinschaft, ja. Dann kann auch eine Freundin sagen, du, dann kommst du jetzt in dieser Phase zu mir, ja. Natürlich setzt es voraus, dass das Thema nicht schambesetzt ist, dass man wirklich auch dieses Vertrauen hat. Aber wie gesagt, das ist ja jetzt etwas Visionäres und was ich mir wirklich wünsche, weil wenn ich Menschheitsfamilie als Begriff nehme und das wirklich lebe, da muss auch zu mir jetzt eine Frau kommen können und sagen, ich fühle mich gerade bedroht, ja. Kann ich bei dir vielleicht mal jetzt 2 Wochen bleiben und dann 2 Wochen bei einer anderen Freundin? Also, dass wir vielmehr so ein Netzwerk aufbauen und nicht sagen, ausschließlich der Staat muss es lösen. Da gebe ich dir recht. Das ist, dafür ist es, es muss aber auch noch ein Umdenken dem ganzen Thema gegenüber stattfinden. Viele haben dann natürlich auch Angst, ne? Weil wenn du eine Frau, die Gewalt erfährt, aufnimmst, steht natürlich auch die Gefahr, dass du selber zum Opfer wirst. Okay, dass der Partner vor der Tür steht, meinst du zum Beispiel? Okay. Und da muss auch noch, das ist ja auch was, wofür ich ganz, ganz mich stark mache, das ist das Thema Transparenz, auch für Menschen, die erstens von außen in solche Situationen reinkommen, wie soll ich reagieren, was ist für mich möglich, was kann ich tun, ohne selbst in Bedrängnis zu kommen. Es gibt keine Transparenz, auch von Hilfsangeboten selber, dass man sagen kann, ich empfehle dir jetzt das oder ich empfehle dir jetzt das, da kannst du hingehen, dort kriegst du Hilfe. Ich erinnere mich da an meine Zeit, ich habe nicht gewusst, wo soll ich hingehen, außer die Polizei zu rufen, welche Möglichkeiten haben Frauen, die betroffen sind, dass man, wie du schon sagst, auch in der Gemeinschaft sagen kann, ich nehme dich jetzt an die Hand und wir gehen jetzt dahin und da erfährst du Hilfe.
Es ist nicht bekannt, ja. Hattest du in der Zeit keinen Freundeskreis oder wolltest du es ihnen nicht sagen? Ich hatte keinen, also ich hatte keinen, es ist ja, es ist so, dass ja, das ist, gehört zu dem Prozess dazu, dass der Täter, ich nehme dieses Wort so ungern in den Mund. Hast du ein anderes gefunden? Oder ich sag reisen mal, wir noch? Ich sag mal Ausführende. Der Ausführende. Dich separiert, dich aus deinem Kreis der Freunde herausnimmt und ohne dass du es merkst, du stehst letztendlich alleine da. Ja? Mhm. Weil er dich separiert auch. Er vereinnahmt dich so in seine Welt, dass du das Außen. Wenn, dann gibt es nur noch seine Freunde dann wahrscheinlich. Seine Freunde und die Familie ist das Wichtigste. Ja, das wird ja dann immer so zum Thema gemacht, dass man ja an das, was die Frau in sich trägt, die Familie zu schützen, wird ja eingesetzt gegen sie, dass sie dann nur noch in diesem Rahmen auch denkt und gar nicht mehr rauskommt. Ja, das ist ja wie so eine Art Gehirnwäsche. Genau. Gell? Ja, kann man sagen. Ja. Ja. So, das heißt, du bist dann da isoliert. Was sagst du denn den Frauen, die das beobachten bei einer Freundin oder auch der gute Freund? Ja, wir wollen es jetzt nicht nur auf die Frauen beziehen, aber gibt es Signale, wo ich einfach als die nicht betroffen ist, es aber auch merken kann oder meiner Freundin da eine gute Unterstützung geben kann? Das ist schwierig. Schwierig. Ist sehr schwierig. Also ich begleite ab und zu Frauen, nicht ab und zu, also immer öfter, sage ich mal, weil Frauen sich auch an mich wenden. Ich hatte letztens erst eine Frau, die mit einem Narzissten in einer Beziehung war. Die machen oftmals nicht auf. Du kannst es halt, wenn sie immer stiller wird oder du einfach auch als gute Freundin merkst du, dass mit deiner Freundin was nicht stimmt. Dass sie sich zurückzieht, dass sie oftmals auch verleugnet auf direkte. Und schönreden? Schönredet, ja. Oder ich versuche es jetzt nochmal und nochmal. Ja, ne? Und genau. Sie wird immer eigentlich deprimierter mit der Zeit. Ja. Ja. So. Ja. Also ich finde es auch, ich kenne das auch bei meiner Freundin. Einfach. Es ist nicht einfach. Wirklich, wann sage ich jetzt, weil andererseits, sie signalisiert ja auch, ich gebe der Beziehung noch eine Chance. Mhm. Du kannst zwar dann sagen, okay, überleg mal, was hat er jetzt mit dir gemacht, was hat er zu dir gesagt. Du bist ja auch nicht drinnen, du bist ja nie vor Ort. Mhm. Ja, dann fingen sie an, sich auch selbst schon die Schuld zu geben an dem Ganzen. Dann sage ich, ja gut, klar hat jeder seine Verantwortung an dem Konflikt, das sehe ich schon auch so, ja. Aber es kommt ja darauf an, wie gehe ich dann im Konflikt mit dem anderen um. Mhm. Ja. Also ich kann es bestätigen, dass es nicht so einfach ist, weil die Freundin ist ja dann oft so involviert auch mit diesem Ganzen und wir stecken ja nicht drin. Für uns ist es ja viel leichter zu sagen, geh jetzt einfach. Ja. Es ist einfach nur ein Dasein, dass du da kommt auch wieder das Thema Liebe ins Spiel, sag ich mal. Manchmal ist einfach nur Gesten zeigen sehr hilfreich, dass du sie einfach in den Arm nimmst. Dann passiert oftmals sehr viel, dass die Frau aufmacht und dann einfach auch mal weint und von selbst erzählt. Und wenn sie dann erzählt, sie erzählen lassen auch und es aufnehmen und nicht dagegen reden und irgendwie mit Weisheiten daherkommen, sondern einfach ins Verstehen gehen. Das mit den Weisheiten ist immer echt gar kein Trost, ne? Ja. Ja, das macht man oft aus der eigenen Hilflosigkeit, weil ich jetzt auch nicht weiß, wie kann ich mit der Situation gut umgehen. Ja. Ja. Mm. Aber was auch ganz wichtig ist, wie ich schon gesagt habe, das ist ja auch dein Thema, meine Liebe, das Thema Sensibilisierung von Kindern. Ja, dass man das, ich sage immer, das Übel an der Wurzel packt. Und da heißt es hier, erstens, was du schon gesagt hast, viel Verantwortung mit den Kindern auch über Themen sprechen, die gesellschaftlich passieren, dass sie einfach auch ein Wissen, das umgibt mich und das so möchte ich nicht sein, dass sie das auch erkennen. Da sind wir wieder bei der Transparenz auch. Ne? Genau, genau. Und das halt auch im gesamten System, im Bildungssystem auch einfach Präventionsarbeit zur Instanz wird, die fest integriert ist in das Aufwachsen unserer Kinder. Wir leben in einer Welt, in der Gewalt eine Rolle spielt. Leider ist es so und es wird, habe ich das Gefühl, die Tendenz ist eher schlimmer, als dass es besser wird. Was für mich persönlich auch ein Stück weit mit dem Thema, ich hatte es mit dir vorhin kurz besprochen, Digitalisierung und dass das ja fortschrittlich ist und ich aber der Meinung bin, dass das uns vom Menschsein ganz, ganz viel ablenkt und in Welten, in Sphären bringen lässt, die völlig unrealistisch sind und die dann letztendlich auch zu dem Thema, weil wir damit gar nicht umgehen können,
sich das in Gewalt und Unzufriedenheit einfach äußert, ja. Na, je nachdem, wie man es nutzt. Es gibt ja schon diesen Aspekt. Ja. Gerade für Jugendliche, die dann vielleicht da auch Menschen finden weltweit, die sie vielleicht besser das verstehen. Schon, ja. Ja, also da kenne ich schon auch Jugendliche, die sagen, ach Gott sei Dank habe ich im Internet jetzt Menschen, mit denen ich mich austauschen kann. Uns hilft es auch zur Vernetzung, aber ich weiß, was du meinst. Also ja. Ich bin da schon ganz bei dir. Es kommt natürlich darauf an, wie nutze ich es, aber ich will auch den Wert von der digitalen Welt da noch dazustellen einfach. Ja. Menschliche Werte sind einfach das, was uns die Basis geben sollte zum Leben. Und das, genau. Das ist das, was ich meinte. Das ist halt, das ist das, was uns als Eltern und Erziehungsbeauftragte auch antreiben sollte, dass wir Kindern vermitteln, was menschliche Werte sind, was macht uns Menschen einzigartig. Ja? Das sind künstlerische Aspekte, das sind Dinge, dass ich mich ausdrücken darf, wie ich möchte, dass das in kein Schema gezwängt wird. Das ist Lesen, das ist Singen, das ist Malen, das sind Dinge, die nicht mehr so intensiv meiner Meinung nach gelebt werden und auch an Schulen solche Dinge gar nicht mehr, also ich sehe es an der Schule meiner Tochter, ja. Man guckt sich jetzt das Blatt im Computer an und nicht mehr in echt. Ja, oder so, ja? Das Blatt vom Baum. Ja, oder ein Buch. Ja. Ich sehe hier um mich herum ganz, ganz viele Bücher bei dieser wunderbaren Frau. Ja, es ist dieses Thema Menschlichkeit. Anfassen wollen, anfassen, ne? Sinnlichkeit. Spüren, riechen, schmecken. Einfach Menschlichkeit. Und das ist, wir haben einen Auftrag. Und es gibt eine Lösung für das Problem, was das Thema Gewalt anbelangt. Und das machst du ja auch in deiner Arbeit für Kinder mit emotionaler Gewalt. Ja. Dass wir da ansetzen und unsere Zukunft, unsere Diamanten in unserer Gesellschaft, die Kinder einfach die richtigen Dinge mit auf den Weg geben, dass dieses Thema Gewalt vielleicht in 2, 3, 4 Generationen, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber ich setze alles dran, einen Stein ins Rollen zu bringen, wir das Thema Gewalt gar nicht mehr zur Thematik haben, sondern dass es ein Miteinander gibt, dass es dass Gewalt keine Rolle mehr spielt. Und ich finde, das Herz immer offen zu halten, ich finde, das ist eine ganz große Aufgabe, ja, in jeder Situation, auch wenn ich mal was nicht verstehe. Also, weil wenn wir über Gewalt reden, ist ja oft dann die körperliche Gewalt das Thema. Und deswegen ist, glaube ich, auch der nächste Schritt mehr Sensibilität überhaupt für Strukturen von Gewalt und dann auch für emotionale Gewalt, seelische Gewalt, wie immer man die nennen möchte. Ohne sich jetzt so, ne? Wir sitzen ja nicht hier und denken nur dauernd über Gewalt nach, wir sprechen heute. Nee. Aber letztlich, wie gesagt, treffen wir uns ja bei der Liebe, ja? Darum geht's. Und dass wir es aber ansprechen wollen, dass wir es aus dem Tabu holen wollen und dass Gewalt, dass ich aber auch selber, weißt du, ich bin sehr Fan davon, immer auch selber zu schauen, was ich kritisiere da draußen, zu sagen, okay, und ganz sensibel auch für mich zu sein, wo hast du vielleicht heute etwas, was gar nicht so evident ist unbedingt, aber auch etwas Gewaltvolles getan, vielleicht auch gegenüber dir selber, ja, weil du deine Bedürfnisse ignoriert hast. Gute Antwort. Oder die Gute der anderen. Ja, ja. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, die anderen sind jetzt alle voller Gewalt und ich renne jetzt hier ganz liebend durch die Welt, ja, sondern auch ich habe diese Anteile und auch mir kann das passieren. Und für mich dann auch zu sagen und eben auch gerade gegen mich selber, das sehen ja viele Leute gar nicht, die sind vielleicht zu allen nett, aber selber sehen sie sich gar nicht oder ihre Bedürfnisse nicht, leben nicht das aus, was du von wunderbar gesagt hast. Singen, tanzen, Künstler sein, was auch immer. Ja, das ist ja, da hast du recht, das ist die Gewalt gegen sich selbst oft. Ja, diese Achtsamkeit, die wir oft auch nicht mit uns selber leben. Also da schließe ich mich auch gar nicht aus. Das kann einfach oftmals mal passieren. Ne? Natürlich, klar, du kommst oftmals an Grenzen mit dir selbst, wo du dann aber auch, ja, also ich spreche jetzt mal aus meinem, dass man auch Raubbau an sich selbst teilweise dann in seinem, wie man wirkt, betreibt. Ja, das sind dann auch die gesundheitlichen Probleme, Burnout, was weiß ich, was heutzutage alles herrscht. Ja, das ist ja das, dass wir einfach lernen sollten, auch mit uns gut zu sein. Weil sonst kannst du nicht wirken, Romy. Nee. Kann ich auch nicht wirken, nee, ja, weil wenn nee. Du Raubbau mit dir selber machst, ja, dann wirst du irgendwann mal dich nicht engagieren können. Und nicht nur deshalb, also ich denke in allererster Linie auch aus Selbstliebe, ja, dass ich sage, hey,
ich mag den Menschen, der ich bin, und mit dem verbringe ich gerne Zeit und auf den gucke ich gut. Also man ist ja zu Freunden oft viel freundlicher als zu sich selbst. Ja? Das ist wobei auch wahrscheinlich, das ist auch interessant. Ne? Ja, das ist echt interessant. Vielleicht schon, weil ich von Anfang an auch so gelernt habe. Also ich kann mir vorstellen, dass eine Sache dadurch auch entsteht, dass ich gelernt habe als Kind, die Wünsche meiner Eltern zu erfüllen und nach dem Außen so bezogen bin dadurch, ja, dass ich immer denke, okay, da draußen sind Menschen, deren Bedürfnisse muss ich erfüllen. Und ja, jetzt gibt es ja auch schon eine neue Generation auch der Eltern, die vielleicht dann auch mehr den Blick auch hinlenken und sagen, hey Kind, ich will auch, dass du guckst, dass es dir gut geht und wir kümmern uns auch darum. Ja. Aber so was wie es bisher gelaufen ist, ist es ja ganz oft so, dass Eltern schon Vorstellungen haben, auch wenn es die allerbesten Vorstellungen sind, ja, wenn man von außen sagen würde, tolle Idee für dein Kind, kann aber völlig am Kind vorbeilaufen. Chinesisch und Russisch und was weiß ich oder was für tolle Kurse es gibt. Ja, das mag toll aussehen, aber dem Kind gar nicht entsprechen. Das stimmt ja, weil wir oftmals auch von uns auf die Kinder spiegeln, ja, gerade die Eltern, was erwarte ich, was bringe ich aus meiner Vergangenheit für ein Päckchen mit, was will ich meinem Kind jetzt mitgeben, und ein Kind hat aber ein ganz anderes Bedürfnis, und das müssen wir auch, sollten wir auch erkennen. Das ist nicht immer einfach. Da gibt es ein Patentrezept für Erziehung. Ja. Das gibt es nicht. Nee, zum Glück. Ja. Ich sage zum Glück, weißt du, weil das würde jetzt zeigen, dass alle Kinder dann irgendwie nach einem bestimmten Schema zu behandeln wären. Und wir sind aber so vielfältig, und jedes Kind, es geht hier letztlich um Begegnung und wirklich zu sagen, also ich mag die Frage gegenüber Kindern auch immer neugierig zu bleiben und auch als Eltern immer wieder zu sagen, wer bist du eigentlich, ja? Wer ist dieses Wesen? Weil viele haben dann irgendwann mal ein Bild von ihrem Kind und dann sind sie damit fertig. Aber immer wieder neu, nicht nur dem Kind gegenüber, sondern aufzuwachen und zu sagen, hey, wer ist denn jetzt der Mensch, der da mir zwar vertraut ist, aber kann ich nicht immer wieder neu mich aufmachen und ihn entdecken wollen? Das finde ich eine Haltung, die lebendig ist. Und ja, auch, dass wir von Kindern lernen können. Es ist einfach ja, so. Ja, absolut. Ja, also, wie soll ich sagen, ich komme bei meiner Tochter, ein Beispiel, für mich ist das immer ganz wichtig gewesen, dass wir uns in den Arm nehmen und so. Das war für mich ganz normal. Und dann gab es eine Situation vor einem Jahr, wo wir zusammen waren, ich nehme sie im Arm und sie sagt, Mama, das ist mir peinlich. Da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Mhm. Und ich habe aber gelernt, dann, mich in ihre Welt reinzufühlen. Und das ist unheimlich interessant. Und da kann man so viel auch als Erwachsener noch mal lernen. Ich finde das großartig, was Kinder uns Erwachsenen auch mitgeben können, absolut, wenn wir es annehmen. Ja? Und das ist das, worauf wir uns auch einlassen sollten, dieses ganzheitliche Sehen, nicht nur ja, hier Kind, ich bin Eltern, sondern das Gesamtkonstrukt betrachten, dass es auch da ein Geben und Nehmen gibt und eine Spiegelung. Meine Tochter spiegelt mich ohne Ende. Ja. Genau, also die sind die schönsten Spiegel, ja, ja. Für Eltern. Ja, definitiv. Und definitiv. Ein schönes Wort hast du jetzt gesagt, Romy, das macht auch alles gleich so weich, einlassen. Ja. Also sich nicht, also man hört es ja schon von Eltern, die Kinder haben, die 4, 5 Jahre alt sind, wenn das mal nicht so reagiert, wie Eltern wollen, oder längere Zeit aus Sicht der Erwachsenen aggressiv ist, aber seinen guten Grund hat, warum es sich so verhält, dass sie sich angegriffen fühlen. An deinem Beispiel zeigst du ja, okay, das ist jetzt, ich sage immer, sag doch aha, wenn dir etwas fremd vorkommt erstmal. So, also nicht immer, ich verstehe es nicht oder was soll das oder eben sich angegriffen fühlen, sondern zu sagen, okay, das wäre jetzt für mich schön gewesen, dass du mich weiterhin umarmst, aber ich will mal in deine Welt gucken. Also das finde ich eine wunderbare Haltung. Ich glaube, dass viele das eben nicht machen, weil sie sagen, ach komm, ja, gibt es ja auch so Eltern, hab dich nicht so. Ja, ja. Und da geht es aber schon Gewalt los. Ja, natürlich, klar. Ja? Du schränkst was das heißt, Kind hab ein. Dich nicht so? Ja, ja, ja. Es ist, man sollte halt dem Kind, egal ob positiv oder negative Emotionen, es eben einfach auch zugestehen, dass er lernt, es gibt dieses und es gibt das und so darf ich reagieren, so ich darf sein, wie ich bin, ich darf mich ausdrücken, wie ich möchte, ja. Dass wir das nicht einschränken. Das ist nicht immer einfach, das gebe ich auch zu. Ich komme da auch an meine Grenzen immer wieder. Mein Teenager-Sein ist so Berg- und Talfahrt im Moment. Und ich muss da auch noch ganz, ganz viel lernen. Und ich bin da auch dankbar dafür, dass ich durch diese Zeit jetzt mit meiner Tochter gehen darf. Aber ihr auch natürlich
gerade weil es ja bei mir sehr viel um die Arbeit mit Frauen und im Weiblichen auch geht und ich auch dahin wieder gehen möchte, dass wir Frauen zusammenfinden und nicht dieses Gegeneinander, dieses ich bin jetzt neidisch, die ist besser als ich, die hat jetzt das, wo ich oftmals die Wurzel gar nicht verstehe, also auch aus meiner Zeit, wo ich im Frauenhaus war, muss ich sagen, es ist so eine Kraft, wenn ich sage jetzt mal in dem Fall Frauen, aber auch Menschen zusammenhalten, die so viel bewegen kann, das ist unglaublich. Und wenn wir das wieder erkennen auch, dass das zusammen ganz, ganz viel passieren kann, jeder Einzelne kann was tun, klar, heutzutage, aber dieses Liebe, Menschlichkeit, Zusammenhalt, es gibt kein besser oder schlechter, nur weil der jetzt, was weiß ich, 10 Millionen auf dem Konto hat und ich 10 Euro. Deswegen macht es den anderen nicht zum besseren Menschen als mich. Ja? Und das ist aber auch, das muss in den Köpfen, ich weiß nicht, vielleicht hast du ein Patentrezept, ich suche es immer noch, ja, dass Frauen einfach ihren inneren Wert erkennen und merken, dass es miteinander ganz, ganz viel Wir können uns Kraft das gegenseitig zusprechen. Das sagst du ja. Die Kraft liegt ja auch im Wir, ja? Dass ich nicht in die Konkurrenz. Ich freue mich über jede Frau, die schön aussieht, die tolle Talente hat und feiert es, ja? Und denkt mir da nicht gleich, wie sehe ich aus oder habe ich auch das Talent? Ich komme gar nicht auf die Idee, weil jeder steht ja für sich, ja? Und jeder bringt seine Farbe, seine Facette in diese Welt und dieses Konkurrenzdenken, ich meine, klar, unsere Gesellschaft ist ja auf diesem Konkurrenzdenken und auch auf diesem, was man immer sagt, Ellbogen so aufgebaut. Ja. Und ich denke, da muss sich auch noch was wandeln. Ja, dass jetzt nicht der Kapitalismus aus meiner Sicht die letzte Antwort ist. Ich kann es auch noch nicht so klar definieren, wohin es geht. Ja. Und wenn man dann sagt, okay, dem Herzen folgen oder so, verstehe ich schon, dass sich für viele das dann auch naiv anhört, ja, und sagen, okay, was ist, soll das jetzt sein? Wie soll das die Welt am Laufen halten? Aber ich denke, da gibt es jetzt ganz viele Ideen, die zusammenwirken können und wir werden da was ausknobeln, wenn wir uns zuhören. Ja, ja. Definitiv. Es ist, ich meine, es gibt ja so viele Beispiele auch, wo man es einfach auch sieht und auch im eigenen Leben erfährt. Das ist einfach auch diesen Gedanken zu hegen, dass ich mit meiner Geschichte, egal wer ich jetzt bin, woher ich komme, welche Hautfarbe ich habe, dass ich auf dieser Welt einen Gegenpart habe, der das genau das braucht, was ich trage, weil wir sind alle irgendwo der Gedanke des anderen, das so auch aufzunehmen und den anderen so sein zu lassen. Und genau. Das ist immer ganz schwer in Worte zu fassen, es spricht sich auch unheimlich leicht, aber wir sollten es vielleicht einfach mal versuchen zu leben und aufzumachen und nicht zu sagen, ach, die jetzt wieder und Vorurteil, die kommt jetzt da, was weiß ich, im Minirock und hohen Schuhen und ist dann gleich das und das und weiß ich nicht, sondern einfach erstmal dem anderen eine Chance zu geben, ihn zu erkennen, wie er ist. Ich ertappe mich oftmals auch selbst, ja, dass man Vorurteile einfach so im Kopf hat. Man muss es nicht mal aussprechen. Ja. Diese Schwelle zu überwinden, ich glaube, dass wenn wir die überwunden haben, dann löst sich auch ganz, ganz viel. Aber indem du schon sagst, Romy, dass du dich selber ertappst, hast du schon ein Bewusstsein. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, ein Bewusstsein für, wo übe ich Gewalt aus, auch im Kleinen schon. Ja. Wo beurteile ich Menschen? Das zu wissen. Mhm. Und ich finde, man darf natürlich auch, ich sage es jetzt in Anführungsstrichen, scheitern, in Anführungsstrichen Fehler machen, was auch immer das sein sollte. Mhm. Aber jeden Tag, zumindest ich mache es so für mich, ich stehe auf und sage, okay, ich versuche es so gut ich kann, vorurteilsfrei, gewaltfrei, liebevoll durch diese Welt zu gehen. Und wenn es mir mal nicht gelingt, muss ich jetzt aber auch nicht gleich mich kasteien. Ja, dann kann ich sagen, okay, jetzt ist dir es irgendwie nicht gelungen. Morgen ist jetzt ein neuer Tag. Ja. Wir dürfen ja lernen, das ist ja das Schöne. Genau. Ja. Also da auch liebevoller mit sich zu sein. Ich finde auch immer mehr zurückzutreten. Ja. Also was ich so mag ist, und ich kann mich da immer mehr drauf einlassen im Laufe meines Lebens, ich nenne es, das mag auch für viele zu kryptisch sein, so eine Seinsenergie. Wirklich in die Kraft des Lebens, in das Sein sich zu stellen und damit meine ich keine Bewertungen zu haben. Einfach sich verbinden mit Leben
Und daraus resultiert so viel Freude und Schönheit. Ja, ich kann es jetzt ganz schwer beschreiben, aber manche verstehen es. Verstehst du so? Ich verstehe. Ich verstehe, was du gerne findest. Ja. Und ich glaube, dass das eine Kraft ist, dass wir mehr in dieses Reduzierte auch gehen und nicht immer diese ganzen Aufbauten oder auch was du sagtest, hat der eine jetzt 10 Millionen, hat der jetzt einen Porsche und so weiter. Das mag ja auch alles sein. Ich will auch gar nicht verurteilen. Dann fährt der eine halt Porsche und der andere Fahrrad. Ja, gut, darf man jetzt auch nicht schon wieder sagen bei dieser Klimadebatte. Aber auch bei der Klimadebatte ist ja auch ein ganz gutes Beispiel. Die ist dann für mich irgendwie verfehlt, wenn es dann nur noch darum geht, dass man sich gegenseitig fertig macht. Ja, warum kann man nicht liebevoll für diese Welt sorgen und muss schon wieder die anderen dann diffamieren? Das geht für mich nicht. Ja, für mich ist der Fokus dann immer dahin, was will ich tun? Ich kann doch wohin gehen, ohne die anderen dann auch noch fertig zu machen und zu verurteilen. Das wäre für mich der Weg. Ja. Einfach mal anzufangen, anders zu denken. Genau. Und auch mal bei sich bleiben, weil das ist ja auch oft eine Ablenkungstaktik. Natürlich, ja. Klar können wir alle irgendwo stehen und wissen ja sowieso, wie die Welt besser funktioniert. Aber wenn ich dann, genau was du sagst, mit all den Schwierigkeiten, wie das ja also auch am Beispiel einer Mutter, einer Tochter, die so in die Pubertät kommt, das kennen ja auch viele, dann ist es halt auch mal nicht einfach, ja. Aber dann ist es so, wie es ist und das und ich glaube, das wird auch sich viele das zutrauen, da durchzugehen. Viele Unzufriedenheiten auflösen, ne? Wenn sich vielleicht der eine oder der andere auch wieder verstanden fühlt in der heutigen Zeit. Das ist ja das, was das Potenzial bringt. Sehr schön. Ja. Verstanden fühlen und einfach auch zu sagen, hey, ich bin da und viel offener auch füreinander zu sein. Ja. Ja? Zu sagen, oder auch mal zu sagen, ich würde dich gerne verstehen, ich komme jetzt da nicht mit, aber gib mir mal eine Zeit oder hilf mir weiter. Ja? Genau. Und das, was wir jetzt hier auch zeigen, heißt ja auch in Kommunikation sein, Transparenz auch. Also ich sage immer so, moderiere Situationen. Ich mache das immer mehr, ja, dass ich sage, okay, jetzt sind wir hier alle hilflos. Also ich benenne das, was im Subtext oft da ist, immer mehr. Und es hilft. Ja? Weil alles, was wir nicht benennen, wird dann oft zu so einem bösen Geist. Es ist ja Märchen. Es gibt doch so Märchen, wo man dann diesen Spruch ausspricht und dann verschwindet alles, was böse war. Ne? Genau. Oder ist es nicht beim Rumpelstilzchen, ist es doch so. Dann weißt du plötzlich den Namen und der löst sich auf. Und ich glaube, so geht's. Und das machst du ja auch. Jetzt hast du viel von deiner Arbeit besprochen. Wir haben es aber noch gar nicht, ist mir aufgefallen, im Gespräch benannt. Dass die uns jetzt zuschauen und folgen. Und übrigens, wir setzen alles in die Infobox. Da könnt ihr dann nochmal nachlesen, was Romy alles so macht. Ja. Aber gib doch einen Überblick über deine Aktionen. Also ich ich bin ganz normal, ich gehe auf ganz normalen 40-Stunden-Job. mein Baby, also mein Herzensprojekt ist Science of Hope. Das ist eine Initiative, oder soll es eine Initiative für Frauen, die Gewalt erfahren haben, und Mädchen und deren Kinder. Die Hauptinstanz, der Kern, ist ein Wohnprojekt, was geschaffen werden soll, wo ganz, ganz viel, was jetzt noch verstreut ist, an Hilfsangeboten unter einem Dach zentriert sein soll, sehr viel künstlerische Arbeit dabei sein soll und sich da auch das Thema Selbstbehauptung integrieren soll, das Thema, dass die Frauen sich auch mit dem auseinandersetzen. Es soll wie eine Art Nest werden, wo die Frauen wieder aufatmen können und sich angenommen und verstanden fühlen. Und ist nach einem Schweizer Konzept sollen sich danach WGs anschließen, weil für mich ist die Essenz der ganzen Arbeit ist, dass die Frau nicht wieder zurückgeht zu dem Menschen, der ihr das angetan hat. Dass sie in einer Wohngemeinschaft lebt, wo sie mit Betroffenen zusammenlebt, aber auch schon wieder ein Stück weit ein Eigenleben führt. Das heißt, in die Arbeit geht, sich um ihre Kinder, um die Kinder in den Kindergarten bringt, aber dann abends auch nach Hause kommen kann und sich noch austauschen kann. Wie erlebe ich meinen Weg zurück ins eigene Leben? Wie kann ich die Wunden schließen? Das ist der Kern. Die zweite Säule ist das Thema Aufklärung und Transparenz. Also ich halte viele Vorträge und bin natürlich auch immer auf der Suche nach Fachtagungen, Fachsymposien, wo man das Thema vorstellen kann in die Richtung, wie ich schon gesagt habe, das ist das, was mich ausmacht, das emotional darzustellen, die ganze Thematik in den verschiedenen Facetten, dass die Menschen einfach auch begreifen und die Härte und das Ausmaß des Ganzen und was man tun kann. Und die dritte Säule ist das Präventionskonzept Die Friedensstifter, wo wir im Moment in der Phase sind, dass wir eine Projektschule haben, die das Ganze
hoffentlich umsetzt und wir damit europaweit finanzielle Mittel beantragen können, in Zusammenarbeit mit einer Frau in Österreich. Es ist sehr, sehr breit gefächert aufgestellt, setzt das Thema Eltern, Kind und Lehrer in den Fokus mit verschiedenen Bausteinen drumherum. Wer Interesse hat, sich zu integrieren, dem lasse ich auch gerne Infos zukommen. Ich bin im Verein Terre de Femme, einer der größten Frauenvereine in Deutschland, als Mitfrau tätig. Bin da seit jetzt über 2,5 Jahren dabei. Aktuell bin ich bei UN Women als Botschafterin dabei, UN Women Deutschland. Und bei One Beyond Rising München e.V. bin ich im Vorstand, bin da jetzt auch eigentlich über Terre de Femme hingekommen und dadurch, dass ich im Zuge der MeToo-Debatte da auch meine Geschichte öffentlich gemacht habe, bin ich zu dem Verein gekommen. Und dort machen wir auch ganz, ganz viele tolle Aktionen für Frauen. Also wer sich auch mal mehr einlesen möchte, da können wir auch nochmal das ganze Thema One Beyond Rising verknüpfen. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, ins Detail zu gehen. Man kann dir schreiben, Romy, ja. Man kann sich an dich wenden. Ja. Also da sind ja vielleicht die einen oder anderen, die jetzt sagen, Mensch, ich will mich auch engagieren, ich weiß noch nicht, in welche Richtung. Mhm. Da hast du jetzt einige Anknüpfungspunkte gegeben. Ja, ja. Also einfach an romystangel@web.de ist meine E-Mail-Adresse, da könnt ihr gerne hinschreiben. Ich engagiere mich noch für 2 soziale Projekte für Kinder, eins in Rumänien, eins in Hamburg. Das ist einmal die NCL-Stiftung in Hamburg, die sich für Therapien gegen Kinderdemenz stark macht seit 15 Jahren. Da mache ich das Thema Aufklärung hier im südlichen Raum. Und ich in Rumänien sind es Kinder, die auf Müllkippen leben und arbeiten, wo ich versuche vor Ort einfach eine Chance den Kindern zu geben, Hoffnung zu geben auf Bildung, auf ärztliche Versorgung, auf gesunde Ernährung, auf, dass sie einfach einen Schritt aus diesem Leben herausgehen können. Das ist auch noch eine andere Welt, als die es gibt, wo sie jetzt leben. Ja. Und das ist die Arbeit, die ich tue, die mich ausfüllt, wo ich auch lange, wie ich dir schon gesagt habe, ich war lange auf der Suche nach einem Ziel im Leben und warum ich hier bin. Und ich habe erkannt, dass dieser Weg, den ich jetzt gehe, die soziale Arbeit, dass das ist, was mich ausfüllt und was mich einfach glücklich macht. Es gibt nichts Schöneres, als einem Menschen helfen zu können, den richtigen Weg zu finden, aus Situationen herauszugehen. Also es ist gerade in der Arbeit mit Frauen, wenn dich dann die Frau anruft und sagt, selbst erkennt, was sie für ein Potenzial, dass sie es geschafft hat, selber geschafft hat, dass du einen Teil dieses Weges mit ihr gegangen bist, das ist einfach ein Gefühl, das ist unbeschreiblich schön. Ja. Ja. Und das zeigt ja, ne? Du hast aus dieser Wunde, aus diesen all diesen Verletzungen, kannst du dann wieder etwas, also letztlich gehört ja alles irgendwie zusammen, ja? Ja. Kannst du etwas weitergeben, was Kraft generiert. Gibt es denn, Romy, ich frage ja immer meinen Gast, wenn ich so das Gefühl habe, es kommt zu einem Ende, soll aber der Gast sagen, ob das für ihn auch so ist oder ob etwas noch da ist, wo du sagst, es ist mir jetzt noch ganz wichtig, dass ich das in Worte kleide. Für mich ist es so jetzt rund und ich glaube, da gibt es viel zum Nachdenken, zum Nachspüren auch, was wir gesprochen haben. Um das Ganze in einen Satz zu fassen, also jeder von uns kann etwas bewegen. Jeder sollte von uns etwas bewegen, weil nur Bewegung führt zu Veränderung. Wenn wir starr sind, dann kann sich nichts verändern. Also wir sollten alte Muster aufbrechen und menschlich sein miteinander. Und für mich ist die Liebe immer die letzte Antwort auf alles, was auf dieser Welt passiert. Und so sollten wir auch leben. Und was du sagst, zeigt dir, wir müssen nicht hilflos sein. Also die zuschaut und sagt, Mensch, ich fühle mich aber jetzt so hilflos, gib dir einen Ruck und wende dich. Also ich denke, wir müssen uns einfach auch immer wieder an andere wenden, weil wir können nicht allein viele Dinge stemmen, wenig Dinge. Das stimmt, ja. Ja, also lernen darüber auch zu sprechen. Geh nicht in die Isolation. Den Dingen einen Namen zu geben. Geh nicht in die Isolation. Ja. Weil das ist mir ganz arg, mir vorzustellen, dass es Menschen gibt, die so alles mit sich alleine ausmachen und unglaublich leiden. Und vielleicht ist es gar nicht so. Vielleicht können wir, manchmal sind es ja oft Menschen so, an die wir erstmal gar nicht so denken, die für uns eine gute Hilfe sein könnten. Also da einfach mal den Radar aufmachen. Ja. Toll gesagt. Wunderbar. Liebe Romy, schön, dass wir jetzt gedanklich
dadurch sind und alle solche Abzweigungen genommen haben, die wir nehmen wollten. Es hat mich sehr bereichert, mit dir zu sprechen. Du hast auch so eine unglaubliche Ruhe und einen Frieden, wenn man so neben dir sitzt. Das habe ich jetzt sehr genossen. Romy Stange war heute Gretchens Gast. Ich bin so dankbar, dass es dich gibt. Ich bin auch dankbar. Hör dich auf.